Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema anonymes Surfen. Zu diesem Video gibt es einen Artikel, in dem die zentrale Frage, warum sollte man anonym surfen, behandelt wird. Nur ein Zitat daraus. Es geht nicht darum, Straftaten im Internet zu verschleiern, sondern um die Wahrung unserer Privatsphäre. Den Link zum Artikel finden Sie in der Videobeschreibung. Jetzt wenden wir uns der Technik zu und sehen uns an, wie man anonym surfen kann. Der ein oder andere von Ihnen kennt wahrscheinlich Archicrypt Ultimate Ramdisk. Die Software hat, ich möchte das kurz erklären, zwei wesentliche Funktionen. Sie kann ungenutzten Hauptspeicher in ein unglaublich schnelles Laufwerk umwandeln. Da der Hauptspeicher im Rechner die schnellste Anbindung aller Rechnerkomponenten an den Prozessor hat, sehen selbst moderne SSD-Festplatten im direkten Vergleich alt aus. Neben dieser aufgrund des Namens naheliegenden Funktion kann Ultimate Ramdisk sogenannte Ramdisk-Apps laden. Dabei handelt es sich um fertig konfigurierte Software, die sich auf einer Ramdisk befindet. In Ultimate Ramdisk gibt es das App Center. In verschiedenen Kategorien findet man Programme zu allen möglichen Themengebieten. Systemsoftware, Antivirensoftware, Programme zum Bearbeiten und Betrachten von Bildern und Videos und natürlich auch Webbrowser, darunter für uns heute von Interesse, den Tor-Browser. Generell ist es eine der Besonderheiten dieser Ramdisk-Apps, dass sie fast ausschließlich auf der Ramdisk arbeiten, also im Hauptspeicher. Das sorgt für Geschwindigkeit und verhindert Müll und Spuren auf der Festplatte. Wer die Pro-Version von Ultimate Ramdisk besitzt, der hat die Möglichkeit, bestimmte Apps aus dem Internet direkt in den Hauptspeicher seines Rechners zu laden. Es landet also nichts auf der normalen Festplatte. Wer dann die Ramdisk schließt, und das können Sie mittels einfachem Mausklick jederzeit tun, der war nicht nur im Netz anonym unterwegs, sondern hat auch Spuren auf seinem Rechner vermieden. Sehen wir uns das einmal an. Ich gebe als Suchbegriff hier anonym ein und erhalte als Ergebnis den Tor-Browser. Sie sehen die Schaltfläche Direkt Web, die eben genau das macht, was ich eben erwähnt habe, nämlich die entsprechende RAM-Disk aus dem Internet direkt in den Hauptspeicher zu laden. Verschweigen möchte ich an dieser Stelle nicht, dass man über eine einigermaßen performante Anbindung an das Internet verfügen sollte. Immerhin werden im Falle von Tor 63 MB übertragen. Nach Abschluss der Übertragung bzw. noch während das Programm übertragen wird, startet es bereits. Wir können das gleich sehen, bei etwa 30-35% wird bereits im Hintergrund die Anwendung geladen. Das ist eine von vielen Alleinstellungsmerkmalen der Archicrypt Ramdisk Software. Der Tor-Browser ist jetzt gestartet und man kann sich im Internet bewegen. Sie brauchen jetzt keine Angst vor ständiger Verfolgung zu haben. Sie können sich nach dem Start die wirklich wichtigen Hinweise oder nützlichen Hinweise zum Umgang mit der Software und zur Anonymität im Internet durchlesen. Die Hinweise und Anmerkungen sind auch dann interessant, wenn Sie eine kommerzielle Anonymisierungslösung einsetzen. Kommerzielle Lösungen anonymisieren oft deutlich weniger, als Sie sich das vielleicht vorstellen können. Tor ist
äußerst pingelig. Besuchen wir einmal die Archicrypt-Seite. Und sehen uns an, was Tor zu der Seite meint. Tor meckert, selbst bei der Archicrypt-Seite, achtet also sehr darauf, dass es keine Möglichkeit für besuchte Seiten gibt, sie zu tracken. Auf der Archicrypt-Seite können wir uns zum Beispiel einmal unsere IP-Adresse ansehen. Wir sehen uns die IP-Adresse hier einmal an. Ich starte jetzt den Microsoft Edge Browser und besuche die Archicrypt-Seite. Der Zugriff hier erfolgt jetzt nicht über die Anonymisierungssoftware von Tor, sondern an Tor vorbei. Das heißt, wenn Sie anonym im Internet unterwegs sein möchten, dann nutzen Sie die Tor-Software. Sie sehen jetzt hier die IP-Adresse, die ich im Normalfall im Internet habe und mit der mich Seiten dann auch verfolgen können. Eine ganz andere wie die IP-Adresse, die ich erhalte, wenn ich über die Tor-Software ins Internet gehe. Wer den Browser also verlässt, verlässt auch die Anonymisierung. Was die Geschwindigkeit von Tor angeht, ist zumindest die in Ballungsräumen durchaus beachtlich. Man kann selbst zu Stoßzeiten Videos in HD-Qualität betrachten. Und wir haben jetzt 18 Uhr, das heißt, wir sind zu einer Zeit unterwegs, bei der massenhaft Menschen auf das Internet und auf die Tor-Software zugreifen. Sie sehen, das HD-Video wird im Hintergrund abgespielt, überhaupt kein Problem. Hier können selbst kommerzielle Lösungen in den Stoßzeiten wegen mangelnden Ausbaus oft nicht mithalten. Wie sieht es mit der Sicherheit von Tor aus? Hier sind unglaublich viele Gerüchte im Umlauf, die wir alle komplett vergessen können, wenn unser Ziel nicht die Verschleierung einer Straftat ist, sondern die Wahrung unserer Privatsphäre, und darum geht es mir und Ihnen sicher auch. Einen Tipp noch zum Schluss. Wem es egal ist, dass die Tor-RAM-Disk-App auf seinem Rechner abgelegt wird, der kann die App einmal, wie wir das getan haben, über DirectWeb laden und dann einfach ein Abbild erstellen. Das Abbild können Sie auf Ihrem Rechner speichern und dann einfach laden, ohne erneut den Download vom Internet in den Hauptspeicher auszuführen. Ich zeige Ihnen das einmal ganz kurz. Ich schließe also die WebRAM-Disk, gehe hier auf die Auswahl der Vorlagen und Abbilder, die lokal auf meinem Rechner sind. Ziehe die Tor-RAM-Disk, die ich gerade erstellt habe, einfach auf einen freien Platz, lasse los und schon wird die RAM-Disk, auf der sich der Tor-Browser befindet, in den Hauptspeicher geladen, ohne die Inhalte aus dem Internet zu beziehen. Tor-Browser wird gestartet und Sie können sofort loslegen. Das war es. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und viel Spaß mit Ultimate RAM Disk und Tor.